Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wir sind immer noch in dieser Wüstenlevel und ja, am Anfang sah es schlecht aus, dann sah es wieder gut aus, jetzt sieht es wieder ein bisschen schlecht aus und ja, also scheiße. Egal. Wir machen uns jetzt auf mit Jan und nähern uns den Panzern hier. Die machen wir jetzt kalt. Die müssen wir doch irgendwie treffen, oder? Oder? Sag. Natürlich nicht. So schön. Ja, okay, Sandsturm nach unten. Wo ist meine Eike? Hier ist meine Eike. Okay, du gehst jetzt zu Alicia und ja, holst sie irgendwie von dem Toten wieder. Schon wieder. Hier, vorsichtig, keine Minen. So. Hi. Auch hier. Medik. Was? Alicia schon wieder? Nein. Okay. So. Genauigkeit jetzt mal vollkommen außen vor. Eine Granate wirst du nicht ausweichen können. Kannst noch so sehr stürmen. Sag ich doch. So, dann bewege ich mich mal ein bisschen hier nach rechts, weil der Panzer ist hoffentlich gleich weg. Solange ich diese Massengranate hier einsetzen, dürfte eigentlich alles kein Problem sein. So, Claudia, du holst jetzt mal das Ding raus, genau. Muss schon sagen, wir haben verdammt viele Klamotten bei sich. So, die Edelweiß ist wieder funktionsfähig. Du gehst jetzt auch schon mal dahin. Aha, ich dachte, ihr seht mich nicht. Was ist das denn? Mein Gott, Verarschung. Aber John trifft nicht, ne? So, Lago. Dann geh du mal. Du musst das schon schaffen, ne? Ich werde jetzt so peinlich nahe gehen, dass ich auf jeden Fall treffe. So. Gute Nacht! Ah, der ist weg. So. Und dann schon bin ich noch geschützt. Die können mich noch nicht treffen. Ja, halt. Ich warte, bis eine Runde vorbei ist. Dann hole ich Alicia wieder. Oder? Ja. Rosie, du wirst das, glaube ich, nicht bis da hinten schaffen, ne? Aber du kannst hier so nach rechts hingehen. Gib Lago Rückendeckung. So. Krieg euch noch. Dann mal auf irgendwas gefasst. Ich weiß noch nicht was, aber seid drauf gefasst. Ja, schaffst du das, schaffst du das, schaffst du das. Es ist schon wieder so bekackt knapp bei dir. So. So, heil dich. Wehe, du stirbst. Es ist schon wieder so bekackt knapp, dass du hier direkt vorm Graben stehst, ne? John! Nach vorne. Sofort. Nicht von hinten? Ich muss aufhören mit sowas. So. Und wenn du jetzt triffst, John, ne? Wenn du jetzt triffst... Oh, okay. Es ist etwas. Wir müssen nur Welkin treffen. Den ich jetzt nehme. Und auch was hier sind Anti-Panzer-Minen. Und ich glaube, die sind verdammt tödlich. So, von wo muss ich? Ich muss von hier lang. Ah, natürlich. Wem willst du das erzählen? So. Zack, stirb.
Ich habe langsam so das Gefühl, die Edelweiß trifft nicht so oft. Weil der Sandsturm ist noch aktiv, ne? Oh, das bleiben 4 Sniper. 5 Sniper, ernsthaft? Da auch eine Klatsche, oder? Nein. Aber zum Glück treffen die auch nichts. Na, ich getroffen. Schön blöd. Ja, dreh dich um. Ja, bleib so. Bleib so. Ja. Was so? Hä? Was hat der denn gemacht? Boah. Ja, ein Sniper, genau. Ja, genau. Hast mich getroffen. Wie willst du das denn eigentlich erzählen? So, jetzt seid ihr dran. So, Lago. Dudel erstmal hier die Panzer durch. Ja, belacht. So. Komm schon. Triff. Bams. So muss das sein. Buja. Wunderschön. Fand ich richtig toll. Gut gemacht. Man tut, was man kann. Hey, die stehen ja alle an einer Reihe. Die verdammten. Aha. Boah, habe ich doch nie im Leben hier zu erreichen, mein Sniper. Bei Verschwendung. Okay, erstmal mit der Edelweiß wieder. Ah, hack. Na, warte, wenn ich da hinkomme, ich werfe euch so eine Granate da rein. Na, warte. Bam! Geil! Und da sind alle verschwunden. So, Jahan. Hol den Panzer. Ich meine, aber da hinten taucht irgendwann so ein Typ auf, von dem ich wieder eine Waffe bekomme. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich direkt hier reinstürme. So, und zack. Triffst du das? Nein, verdammt. Okay, man kann ja nicht alles haben. So, guckt euch das an, ja, wie wir positioniert sind. Einfach wunderbar. Krieg schon richtig schöne Gefühle, wenn ich sowas sehe. So, hat jemand Bock hier auf eine Massenschießerei? Hä? Warum hilft er mir nicht? Was? Man wollte nicht mitschießen. Gesamtes Quatsch ist beinahe da drinne. So. Lago. Oder? Nee. Doch. Na klar. Hi. Und stirb! Natürlich. Was muss ein Mann tun, um einen Panzer fertig zu machen? Eieiei. Ich habe das nah genug, oder? Bayoms. So. Sag ich doch. So, und jetzt habe ich auch keine Munition mehr für Lago. Ja. Din, din, din. Na, was macht ihr jetzt? Ich meine aber, da rechts ist immer so ein Typ aufgetaucht, der eine Waffe hinterlassen hat. Aua. Oh. Wolken hat ihn fast getötet hier mit seinem MG-Geschütz.
Nein, au, ach du Kacke. Ich glaube, ich spinne. Da bewegt sich einer. Meiler de Dust. Na, warte, dich kriege ich noch. Boah. Nein. Mein Kommandopunkt. Jawohl. So muss das. Au. Hast du Fliege? So. Oh nee. Okay. Ah, fuck. Alicia. Weiß zwar nicht, was er jetzt noch bringen soll, aber vielleicht schaffst du es bis da hinten. Der sah aus wie ein Sniper, er war ein Sniper, ne? Du schenkst dir mal eine schöne Granate. Natürlich schaffe ich das nicht sofort. Alicia, mach ihn platt. Vor allem, das ist ein Scharfschütze, der kann nichts tun. Hi. Na, auch hier? Stirb. Oh, warte. The fuck? Er hat sich geduckt. Er hat sich geduckt. Wie willst du das erzählen? One does not simply duck. Aika. Los. Mach irgendwas sehr Schönes. Ich halte es nicht aus. So. Ah, du kannst mich mal. Nee. Du kannst mich mal. Na, warte. Ah, verarsch mich doch nicht. Jetzt duckt er sich natürlich nicht. So eine Frust. So, jetzt kommt noch eine Granate auf jeden Fall. Und dann bist du auf jeden Fall tot. Hier. Fang. Wer du duckst dich wieder. Danke. Meine Herren. Jetzt können wir wieder eine Waffe. Zack. So, wo ist der Rest? Machen wir auch noch platt. Hannes! Ich war so kurz davor. So kurz davor in diesem Geheim. Ja, ich hab's gesehen, Hannes. Medic! Also sterben sie. Mann, als wäre mein Squad irgendwie unfähig. Aber das kann nicht sein. Ist von mir. Hey. Okay. Es bist nur du übrig. Zack, Rosie. Den knöpfst du dir vor. Vielleicht nimmst du dann auch noch die Basis ein. Wenn du Bock hast. Suena. Ich bin doch noch gar nicht hier, Herzchen. Ah. Kling. Oh. So, schaffst du es noch bis dahin? Nee, ne? Ah, oh, Rosie. Ach komm schon, hier. Nimm die Basis ein. Was verdient. Occupy. Da lag noch einer, aber egal. Ich glaube, es zählt nur, wenn ich die töte. Ja, wir sind unglaublich. War überhaupt kein Problem. Ja, ich weiß. Ich solche Auswertungen wieder sehen, ne? Da habe ich noch die gesamte Schlachtfeld hier dominiert. Und wir haben irgendeinen Sniper-Gun gewonnen.
wahrscheinlich wieder voll stark gegen feindliche Einheiten ist, aber voll die beschissene Range hat. Okay, die Wüstenruinen. Okay. Gucken wir uns die Szene noch direkt an, schließen wir das Kapitel hier ab. So wie es sich gehört. Hoffen wir, dass die Festplatte von meinem PC nicht voll wird. Kling. なんだ？このバカでっかい建物は。砂漠のど真ん中にこんなものがあるとはね。よう、待っていたぞ。ハルディオじゃないか。君も来たのかい？ああ、俺は大学で考古学を専攻してただろ。だから遺跡内部の偵察と調査を命じられたんだ。それにしても不思議な形をしているよね。僕はどこかで見たことがあるんだよな。どこだったかな。Irgendwo in der 遺跡Natur. は何千年も昔にバルキュリア人の手で作られたと言われている。 Errichtet. キュリア人。そうだ。数千年前、Valkyrie. その名をヨーロッパの歴史に突然現した古代の民族だ。当時の文明では考えられないほどの高い技術、そして神の力を持っていたと言われている。だが、その後バルキュリア人たちは歴史の中から突然消えてしまった。 Was hat es wohl mit denen auf sich? そうだったんだ。そうだ、思い出したぞ。何よ、ウェルキン、いきなり大声を出して。ツノオウムガイだ。この遺跡、ツノオウムガイに似てるんだ。Ich wusste es. ツノオウムガイ？何それ。知らないのかい？水中に住む透足類だよ。巻貝のような形状の殻を持っている生き物さ。Ja. この遺跡、その殻と形がそっくりなんだよ。もしかして何か関係があるかもしれないよ。Wir haben es kapiert, du stehst auf Natur. Ja. Und der Rest von Squad 7 bleibt auch draußen. Natürlich. All die unwichtigen Nebencharakter. So komme ich mir irgendwie vor. So. Besucher im Tempel. Wer könnte das wohl sein? Hat der König, hatte General, wie auch immer er nochmal hieß, nicht gesagt, dass der König auch unterwegs sei? Mit seiner Bitch? Der hat die Stimme von Lelouch, kann das sein? ランドグリーズの地に封じられたり、守護者は清掃を封じし柱を築き、兵隊に渡ってこれを守護するのだ。そうか、やはりバルキュリアの清掃はランドグリーズにあったか。しかし殿下、どうやって清掃を制御なさるおつもりですか？案ずるな。槍を乗せて走るネズミが間もなく完成する。これで我が野望は夢から革新へと変わった。よ、ヨーロッパに君臨する王となるのだ。 Oh mein Gott. Der Plot zieht sich.
Was haben die wohl vor? Der Kampf in Barius. Okay. Ein neues Skirmish Battle, okay. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz im Hauptquartier vorbei und tun hier im Schnelldurchlauf einige Sachen aufleveln. Damit ich das nicht immer so in so einen kleinen Part reinpacken muss oder so. Und dann, und ich muss unbedingt trainieren, genau. Ich muss unbedingt meine Einheiten hier trainieren, weil so geht das nicht. Habt ihr gesehen, was letztes passiert ist? Njum. 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 Reicht das? Ja klar, reicht das. So, und alle nochmal aufgelevelt. Ja, aber dann bekommen die auch mehr AP und so was alles, ne? Ein neuer Befehl. Attack Boost. Erklärt sich von allein. Ziel Boost. Ha. Erklärt sich von allein. So, das war's. Die 166 XP, die kann ich mir sparen. Dann gucken wir mal in der R&D Facility. Nach neuen Waffen, Ausrüstung, was weiß ich. Also immer alles auf neuesten Stand halten. Ja, Accuracy, das will ich auf jeden Fall. So, und ab da können wir auch bald hier so Wege einschlagen und die Charaktere mit einzelnen, na, spezialisierten Waffen ausrüsten. Darauf freue ich mich schon. Ja, Accuracy, da brauchst du. Und der Rang. Die Range. Defense, ja. Schon wieder das ganze Geld weg. Ma. Und die Edelweiß, da schaffe ich sowieso nichts mehr zu kaufen, ne? extra Magazin. Ja, was soll's hier? Klang sah geil, wa? Haben wir das auch alles erledigt? Würde ich sagen, im nächsten Part beginnen wir dann direkt mit Kapitel 7. Ja, schön, wir kommen voran, auch wenn ein paar Stolpersteine hin und wieder zwischen liegen, aber wir kommen voran. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kapitel es gibt, aber ich glaube, da kommt noch genug. Jedenfalls, ich bin in dem Part hier. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play über Kira Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bye bye.